Gut festhalten, für dieses Video geht jetzt die Anschnallpflicht, weil wenn ihr nicht gesichert seid, werdet ihr in den kommenden Minuten auf jeden Fall vom Hocker gerissen und ich schwöre euch, ich übertreibe nicht. Ehrlich nicht. Ehrenwort. Wir haben dank des Vereins Borussia Neunkirchen die Möglichkeit, uns im legendären Ellenfeld-Stadion umzuschauen, wo wir auch gerade schon sitzen. Ihr seht hier diese wunderbar urigen, alten, geilen Stehtraversen hinter mir, wo ich auch schon drauf sitze und mir wahrscheinlich gerade meine Hose schmutzig mache, was mir aber jetzt komplett egal ist. Ist einfach unglaublich, dieses Stadion. Und genau das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Intro ab, Mats ab und dann rein ins Ellenfeld-Stadion. Wahnsinn. Leute, ich habe euch nicht so viel versprochen. Hier seht ihr das Ellenfeld-Stadion da hinten. Dieser schwarz-weiße Block ist der Heimblock von den Borussia Neunkirchen-Fans. Leute, was soll man dazu sagen? Kurz nach 1900 gebaut, glaube ich. 1912 oder so. Renoviert 1960. Ehemaliges Bundesliga-Stadion. Hier seht ihr meinen Schuh. Ich habe Schuhgröße 42. Und hier seht ihr die Traversen des Ellenfeld-Stadions sind... Ah, ich krieg gleich einen Krampf. Die Stufen sind größer als mein Schuh. Wir laufen hier jetzt gerade diese abnormal krassen Stufen hoch der Spießerkurve und gehen in den Bereich der letzten Ebenen gerade. Ich glaube, es sind halt noch 10 Stufen. Hier seht ihr einmal das Stadion im Rund, wobei der Blick von der Seite gleich viel beeindruckender ist, wenn man diese Kurve hier sieht. Gebt euch mal, wie krass diese Tribüne ist, wie steil das ist. Puh, ich bin komplett außer Atem, weil ich hier jetzt hochlaufen musste. Heuiuiui. Man sieht es hier hinter mir, einfach diese ganze mega krasse abgefahrene Tribüne. Gehört den Gästen und daneben ist ein kleiner Block. So ein Mini-Block, so ein ganz kleiner. Das ist die Pufferzone für die Polizei, damit das hier schön getrennt ist. Hier könnt ihr auch gut sehen, wie alt und marode das Stadion ist. Hier zum Beispiel, dieser Wellenbrecher hier ist komplett aus seiner Verankerung gelöst. Ich kann meinen Finger da reinstecken und die Hand umdrehen. Hier sieht man halt so ein Loch mitten in der Tribüne, kannst du durchfassen. Was vielleicht einigen von euch schon aufgefallen ist, im Großteil aber wahrscheinlich nicht, ist die Tatsache, dass diese Wellenbrecher hier hinter mir alle symmetrisch in einer Linie stehen. Ihr seht das hier komplett. Hier, die sind auch alle symmetrisch auf derselben Höhe angeordnet. Und das entspricht eigentlich nicht mehr den aktuellen Standards. Wenn hier renoviert wird, dann müssen die Wellenbrecher auf jeden Fall angepasst werden, weil die heutzutage versetzt angeordnet werden müssen. Warum man die so anordnen muss, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mir nur sagen lassen, dass es so, wie es jetzt ist, auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß ist. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier runterlaufe. Das ist einfach nur affig. Ich laufe Stufe für Stufe. Ich gehe einfach immer so, weil das hier ist echt unbequem für die Knie. Falls jemand von euch noch eine Schubkarre braucht, hier im Ellenfeld-Stadion liegt eine. Und aus diesem Winkel könnt ihr erahnen, wie steil diese Tribüne einfach ist. Hier. Das ist crazy. Man sieht hier die Traversen, die gerade sind. Und dann sieht man hier zum Beispiel welche, die komplett eingesunken sind. Wenn ich da jetzt mal meinen Fuß drauf stelle, geht der halt so schräg nach unten weg. Dann sieht man halt hier, dass alles schon ein bisschen älter ist. Unter normalen Umständen würden hier ins Ellenfeld-Stadion ungefähr 20.000 Zuschauer reinpassen. Jetzt mit der Corona-Schutzverordnung und allen Hygienevorschriften sind es noch ungefähr 800. Das ist insofern für den Verein aber gar kein großes Problem, weil der Zuschauerschnitt in der 6. Liga, ich glaube es ist die Saarland-Liga, ungefähr 500 Zuschauer beträgt. Das heißt, es kann quasi jeder von denen, die sowieso immer da sind, problemlos hier ins Stadion kommen. Das Ellenfeld-Stadion ist schon auf die bevorstehende Saison vorbereitet worden. Im Saarland hat die Corona-Saison noch nicht begonnen. Die Sitzreihen sind gesperrt und die Sitze sind abgeklebt, auf die man sich nicht setzen soll. Das seht ihr hier über die gesamte Tribüne hinweg. Ist jede zweite Reihe gesperrt.
Diese Tür hier hinter mir führt zu den Katakomben des Stadions, die einfach noch komplett so aussehen wie früher. Da sind Waschräume drin, da sind alte Duschen drin, die halt einfach komplett heruntergekommen sind, weil sie halt auch nicht mehr benutzt und gepflegt werden. Die sanitären Anlagen da drin, also wer da noch duschen gehen möchte, ich würde davon abraten. Hier sieht man noch die Sicherung von damals und wie man sieht, sind die ein bisschen in die Jahre gekommen. Im Anfield-Stadion ist vieles einfach noch genauso wie früher zu Bundesliga-Zeiten. Das zieht sich durchs komplette Stadion durch. Einmal die Spießerkurve, die wir hier haben zum Beispiel, oder hinten die Tribünen. Einfach alles noch so wie früher. Das betrifft aber auch den Rasen zum Beispiel. Über den Rasen, den ihr hier seht, das Spielfeld, der wurde nie ausgetauscht. Das ist immer noch der Originalrasen von damals, der nur mit Pflege so lang überdauert hat. Hier seht ihr jetzt auch noch eine Auswechselbank, die auch noch komplett wie damals ist. Diese Auswechselbank hat Bundesligaspieler beherbergt. Könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so hat das früher ausgesehen. Wir sitzen hier gerade Probe auf der Auswechselbank, ist halt eine Holzbank, was soll man großartig dazu sagen, ist jetzt nicht sonderlich bequem, aber für 90 Minuten Fußball wird es immer noch reichen. Vermutlich nicht mehr für Bundesliga-Standards, wo die 25 Millionen Euro teuren Hinterteile von Bundesliga-Stars natürlich gut gepolstert und wohl temperiert sein müssen. Für den ehrlichen Fußball, basisnah, Amateurfußball, reicht es auch heute noch. Es wird vermutlich auch immer noch für die Bundesliga reichen, aber das ist ein anderes Thema. Das hier ist die Heimkurve und wie man sehen kann, wurden die hier von den Fangruppen in den Farben angestrichen, die Stehtraversen. Finde ich eine richtig gute Idee, macht optisch wirklich was her, sieht echt schick aus hier. Hier seht ihr das Spielfeld und hier unten nebenan sehen wir Pilze. Ja, kann man machen. Das Anfield-Stadion wurde offiziell auch nie wirklich fertiggestellt. Ihr seht hinter mir diese kleinere Tribüne, die eigentlich genau auf das Ausmaß der anderen Kurve hätte ausgebaut werden sollen. Wurde nie umgesetzt, weil Borussia nach 2 Jahren aus der Bundesliga wieder abgestiegen ist und es dann einfach nicht mehr benötigt wurde. Leute, ich bin schon den ganzen Tag unterwegs und langsam muss ich echt aufs Klo. Was für ein Zufall also, dass wir hier die Toilette direkt vor uns haben. Übrigens die einzige Toilette im ganzen Stadion, so war das damals eben. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier wunderschöne Fliesen an der Wand. Die Toilette hat kein Licht, es gibt kein Licht hier drin. Und da ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt, wie das hier drin stinkt, gehen wir lieber schnell wieder hier raus. Das Anfield-Stadion ist viel mehr als nur die Heimspielstätte von Borussia Neunkirchen. Es ist gleichzeitig auch der Dreh- und Angelpunkt sowie die gesamte Heimat des Vereins. Die Geschäftsstelle ist direkt im Stadion angesiedelt und auch für die Jugend gibt es hier einen eigenen Raum, an dessen Wand ein Abbild des Anfield-Stadions prangt. Somit ist auch fernab des Spielbetriebs der ersten Mannschaft immer ordentlich was los am Stadion. Ein paar Besonderheiten hat das 1912 eröffnete Stadion übrigens noch auf Lager. In den Stadionkomplex ist damals nämlich zum Beispiel eine Turnhalle integriert worden, die die aktuelle Mannschaft auch heute noch als Trainingshalle nutzt. Dazu waren die Saarländer Vorreiter in Sachen Regeneration nach Spielen. Das Anfield-Stadion war das erste Fußballstadion in Deutschland mit befestigten Anlagen für Regenerationsbäder nach den Spielen. Vielleicht besser bekannt mit den Worten von Per Mertesacker als Eistonne. Wer sich das Stadion mal während des Spielbetriebs anschauen möchte, kann das für einen echt schmalen Taler tun. Der Eintritt für den Stehplatz kostet knapp 5 Euro und ich würde tippen, dass der Verein jeden Euro gebrauchen kann. Vor dem Stadion steht eine Eisenfigur, die der Verein damals anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums vom örtlichen Hüttenwerk geschenkt bekommen hat. Auch heute ist diese Figur noch ein sehr beliebtes Fotomotiv. Borussia Neunkirchen hat übrigens auch sehr bekannte Spielerpersönlichkeiten hervorgebracht, zum Beispiel schnürten Stefan Kunz und JJ Okocha die Schuhe für die Borussen.
Wenn dir solche Videos gefallen, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen und hören wir uns hier nächsten Samstag wieder bei Stadion Turi. Haut rein, Leute. Ciao.